Hallihallo, guten Morgen. Habe ich euch nicht gestern erzählt, dass das Wasserbett kaputt war? Jetzt hat mein Freundin June her, die haben gestern das ganze Bett auseinandergeholt und alle Schläuche kontrolliert. Aha, und Wasser aufgefüllt. Und das ganze Bett wieder trocken gemacht und so. Das war ganz viel Arbeit. Ja, die waren fix und foxy. Die waren so fix und foxy, dass meine Frau schon gesagt hat, ich laufe halt auf und bestimmt nicht in die Gemeinde Kreuz, da kriege ich Kreuzschmerzen, hat sie gesagt, ja. Aber es war nicht so schlimm. Nee, es war nicht so schlimm. Also sie konnte schlafen. Und stell dir vor, in einem trockenen Bett. Das war witzig. Leid die im Bett und ist das. Ja, das war, als wenn sie Pipi gemacht hätte. Ja, als wenn sie das gemacht hätte. Aber das war ja nicht so. Nee, da war ein winziges Löchlein in dem Schlauch und da ist das Wasser rausgespritzt. Ja, und das war nicht bestimmt einer da. Das Wasser ist bestimmt schon 2, 3 da rausgespritzt, weil das da unten in die Bett gestanden hat. Aha, ja, das war witzig. Mann, das war vielleicht was, ja. Aber ich weiß jetzt, da muss ich jetzt aufpassen und das kontrolliere ich jetzt. Ja, jetzt gehe ich jede Morgen gucken, ob die Fitze in die Bett hat. Aha, mach ich. So, Freunde, und euch wünsche ich heute einen wunderschönen Tag. Es soll ja wieder schlechteres Wetter gehen. Also mit Chennai. Ich bin mal gespannt, ob heute ein Flöckchen runterkommt. Na, ich sag's euch mal. Bis dann, tschüss. Euer Mogli von die weiße Socke.